So, herzlich willkommen zum zweiten, liebe Zuschauer des heutigen JFD Live Trading Desks. Wir sehen hier aktuell die 5-Minuten-Charts von links dem DAX in der JFD-Indikation und rechts den Euro-US-Dollar-Interbankenpreis. Wir wollen mal sehen, was passiert. Knapp 15 Sekunden noch und der Markt ist hot sozusagen. Das wird sicherlich gleich zur Sache gehen. Wir wollen mal sehen, was hier von der News-Era kommt und wie der Markt eben darauf reagiert. So, Wohler nimmt stark zu und raus ist es. Jetzt schauen wir uns mal die Bewegung an. Man sieht hier einen leichten Gegenlauf. Links DAX, rechts Euro-US-Dollar. Schwarze Kerzen fallende Preise, blaue Kerzen steigende. Noch wird Ruhe bewahrt am Horizont. Aber wir haben hier zuvor schon beim DAX hier 13,45 eine Kerze gesehen. Die hatte ja schon ein Ausmaß von 100 Punkten. Nebenbei darf man nicht vergessen, wir bekommen auch 14:30 Uhr jetzt die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe rein. Sind leicht gestiegen. Die Erwartungen wurden hier sozusagen übertroffen. Aber von Draghis Seite lässt sich aktuell noch nichts vernehmen, zumindest auch nichts Preisliches. Die Märkte dahingehend noch im Ruhemodus. Das eigentliche Statement bleibt wohl noch aus. Wir dürfen mal gespannt sein, wie das jetzt hier sich weiter gestaltet. Letztlich sehen wir hier beim DAX, wir zoomen uns mal ein Stück weit raus in den Stundenchart hier, dass wir das Bild mal gerade ein Stück weit größer hier immer noch die Range haben. Ich schalte nachher nochmal auf den Guidance-Stundenchart, der ist dann noch klassisch analysiert, aber hier oben bei 10.300 Punkten ist nach wie vor der Deckel drauf. Hier die Average True Range, ADR High in diesem Zusammenhang genannt, erlaubt dem DAX hier grundsätzlich im Hinblick der letzten 14 Handelstage eine solche Range, die wir hier bei weitem ja heute noch längst nicht ausgeschöpft haben. Es gilt es mal abzuwarten, ob hier noch was passiert. Wir haben hier, sagte ich auch vorhin schon im Teil 1 Video, hier seit dem 16. Januar eine Seitwärtsrange, knapp 10.200, 10.300 mit dem Dip hier am gestrigen Tag unter die 10.200. Wurde das hier ein bisschen aufgelöst, aber letztlich ist hier noch nichts Klares entschieden. Es hält sich auch noch weiter die Spannung. Klarheit ist noch nicht da, aber wir wollen mal abwarten, was passiert. Insofern gehen wir mal auf den Analyse-Desk, der hier im klassisch analysierten Stundenchart-Intervall mit ja, Formation, Projektion sich hier nach wie vor unverändert zeigt. Wir wollen hoffen, dass es hier kein Non-Event wird, also ein Event, der viele Erwartungen in sich birgte, aber letztlich verpuffte. Der Markt dann hier nicht die Überraschung mit sich brachte, die hier von allen erhofft wurde. Euro-US-Dollar kämpft hier, das sehen wir sehr schön. Gehen wir nochmal kurz rein im Stundenchartintervall mit dieser vorsichtig angelegten Aufwärtstrendlinie. Aber weiterhin unterhalb des Widerstands von 1,1640. Am Pivot Point hangeln wir uns gerade entlang. Noch gibt es, wie gesagt, hier nichts Heißes. Insofern mal abwarten, was passiert. Gut. Allzeithoch beim DAX weiter ausgebaut oder nicht, da stellt sich hier die Frage. Beim Xetra DAX wohl bemerkt. Hier die JFD-Indikation lief ja heute Morgen schon im Vorfeld bei 10.339,80 Punkten. Auch in den USA sehen wir hier Indizes, die im positiven Terrain verweilen. Das ist hier ein Vorgeschmack auf dessen, was uns dann hier in einer guten Stunde erwartet, wenn die US-Amerikaner in den Markt strömen. Aber aktuell, wie gesagt, noch keine große Volatilität zu vernehmen. Unser Super Mario Draghi lässt sich hier wohl etwas Zeit mit den eigentlichen Statements. Aber die Rahmenbedingungen, auch wie vorhin schon gesagt, unverändert. Links beim DAX, wir müssen hier über 10,3 deutlich raus per Stunden Schlusspreis. Insbesondere auch, wenn wir hier die Indikation, das Hoch von 10.339 knacken, dann haben wir hier sicherlich einen deutlichen Aufwärtsspielraum. Die Märkte dann weiter beflügelt durch Liquiditäts Schwemmen durch weitere Liquiditätsflut, gar keine Frage. Andererseits gilt es mal hier in erster Linie heute sogar schon auf das Tief hier zu achten, der 13 Uhr Kerze, das war 10.229. Dieses Tief befindet sich hier auch an dieser steilen Aufwärtstrendlinie. Ja, sehen wir hier. Wenn wir da drunter gehen, ein paar Stunden Schluss, wird es etwas kritisch. Also Super Mario hat ja definitiv erstmal keinen Espresso heute getrunken, der scheint hier noch ziemlich relaxed zu sein. Also warten wir mal ab, bis er hier mal hinterm Berg vorkommt
und eigentlich das darbietet, was die Märkte wollen. Wir hatten, wie gesagt, 13,45 schon mal erhöhte Volatilität zu sehen, aber hier tut sich aktuell recht wenig. So kann es kommen in den Märkten. In der Masse der Zeit verbringt man sowieso den Tag damit, auf Chancen zu warten. Und wenn man jetzt hier als klassischer Ausbruchstrader agieren wollte, ja, dann ist es ja hier natürlich wichtig, auf eben einen klaren Ausbruch zu warten. Verzögert sich ja alles gerade in Frankfurt, insofern nur die US-Erstanträge. Die EZB-Pressekonferenz hat nämlich noch nicht begonnen, obwohl der Termin hier auf 14:30 steht. Also Super Mario hat hier wirklich die Ruhe weg. Keine klassischen Statements, aber das kann sich eben hier innerhalb von Sekunden ändern. Dafür ist ja der Markt auch bekannt. Und das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass wir hier dann urplötzlich eine Überraschung dargeboten bekommen. Letztlich weiterhin rangig der DAX. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre natürlich, wenn der Index hier weder einen starken Ausbruch nach oben vollzieht, noch einen klaren Ausbruch nach unten. Dann darf man sich die Frage stellen, wo sollen denn die Impulse noch herkommen? Dann gilt es, die Situation dahingehend zu bewerten, ob nicht doch hier der Markt mal eine größere Verschnaufpause erhaschen sollte. Denn vorher gab es ja dahingehend genug und wenn die Liquiditätsspritze Einzug hält, die neuerliche, die weitere, dann muss der Markt das eigentlich auch honorieren. Wenn das nicht tut, dann ist durchaus mal ein bisschen Luft für 200, 300 Punkte nach unten. Wenn wir den DAX auf Stundenbasis uns mal hier anschauen, dann sehen wir hier im Bereich 9.950 einen sehr, sehr stabilen Support. Ja, hier im Stundenchart-Intervall, abgeleitet aus den Hochpunkten hier von der Monatsmitte Januar, direkt hier 13.1., 14.1. und dann nochmal am 15.1. direkt hier vor dem Sell-off in Sachen Schweizer Nationalbank. Aber hier ein sehr, sehr schöner Widerstandsbereich, der sich im Zuge des Comebacks am 15.01. dann hier in einen Support wandelte. Ja, und hier wunderbarer Touchdown dieser Supportzone und dann Abflug in Richtung neuer Höchststände. Ja, das ist genau diese Supportlinie, die wir hier haben. Und diese dürfte hier einem größeren DAX-Verfall entgegenstehen. Und insbesondere aufgrund dessen, dass wir hier den fünfstelligen Bereich haben, die 10.000-Punkte-Marke, da sollte er nicht mehr nachhaltig drunter fallen, um hier das bullische Sentiment für die nächsten Tage aufrechtzuerhalten. Gut, es bleibt wie gesagt hinfällig, dass wir jetzt hier mal einen schönen Newsflash bekommen aus Frankfurt. Da muss man einfach geduldig bleiben. Insofern, wie gesagt, die DAX-Rahmenbedingungen haben wir ja dahingehend eingegrenzt. Wir werden mal jetzt Euro-Ester nochmal in die Beschau nehmen. Hier das aufsteigende Dreieck. Klar zu sehen, die Aufwärtstrendlinie wird hier verteidigt. Gerade mit Aufwärtstrendlinien muss man ohnehin ein bisschen vorsichtig agieren. Sie kennen meine Meinung dazu. Schräge Trendlinien, ja, sind auch schräg anzusehen. Sie sind sehr variabler Natur und man muss hier ganz klar davon ausgehen. Jetzt kommt Super Mario auf den Schirm. Warten wir gleich mal ab, wie es hier zur Sache gehen wird. Aber letztlich, schräge Trendlinien haben eben nur einen untergeordneten Charakter. Viel wichtiger sind klassische Price Highs und Price Lows. Und hier haben wir höhere Tiefpunkte und jetzt hier kurzfristig tiefere Tiefpunkte. Und das ist hier so eine gewisse Zuspitzung, die man dann natürlich aber auch mit so einem Art Trendlinien-Catcher, mit so einem Trendlinien-Pfeil, mit so einer Trendlinie ganz klassisch versucht einzufangen. Und da kommt man hier auf das Konstrukt eines aufsteigenden Dreiecks. Wer hier noch viel Fantasie hat, sieht hier eben auch die SKS beim Euro-US-Dollar und das verspricht grundsätzlich eigentlich Aufwärtspotenzial nach oben. Allerdings korrektiver Natur, weil das wissen Sie genauso gut wie ich, der Euro gegenüber dem US-Dollar hier übergeordnet im Abwertungsmodus. So, schauen wir hier nochmal auf die 5-Minuten-Kerzen. Da tut sich gerade recht wenig. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis hier die Volatilität schlagartig zunehmen wird. Bisschen Musik kommt rein. Wie gesagt, Mr. Draghi lässt sich da auch gern mal Zeit. Allein schon mit dem verschobenen Starttermin stellt sich natürlich die Frage, wann er es jetzt hier offenbart. Die 50 Milliarden will der Markt eigentlich sehen, um hier eben dem gerecht zu werden, was gestern in den Markt gestreut wurde. Und das sollte
Super Mario eigentlich auch erfüllen, diese Erwartungshaltung. Wie gesagt, DAX macht sehr, sehr spannend. Unterhalb hier von 10,3, gehen wir nochmal eine Stunde. Wirklich. Da hangelt er sich gerade entlang. Faktisch ist aber, und auch das ist keine neue Erkenntnis, wenn ein Markt nach einem starken Aufwärtsimpuls nicht dazu neigt, größere Korrekturbewegungen zu vollziehen, sondern das, was der DAX eben hier gerade tut, nämlich auf hohem Niveau seitwärts laufen, dann spricht das von einem gewissen Kaufdruck, der am Markt ist. Die Marktteilnehmer wollen hier nicht raus, die wollen hier weiter hochsehen. Und insofern der DAX auch knapp unterhalb eben des gestrigen Tageshochs und unterhalb des Indikationshochs von heute Morgen im Prinzip absolute Lauerstellung. Jetzt muss es eben einfach nur dazu kommen, dass der DAX auch hier mal ein Stück weit an Fahrt gewinnt. Erstes Ziel ist hier praktisch die True Range der letzten 14 Tage. Das wäre hier ein Level von 10,4 nach oben abgetragen. Da sollte er in jedem Falle hinlaufen können, um hier sozusagen die breite Tagesrange, in der er sich bewegen kann, mal darzustellen. So, jetzt kommt der DAX ein bisschen in Fahrt hier. Euro-US-Dollar dementsprechend nach unten. Das ist auch wieder nichts Neues. Korrelation negativ in dem Zusammenhang. Das heißt übrigens, dass Aufzugprobleme der Hinderungsgrund für Draghi waren, pünktlich am Tisch zu sitzen. Nichtsdestotrotz, jetzt ist er ja da und jetzt sehen wir auch die Reaktion hier. Euro-US-Dollar kippt hier gut nach unten weg. DAX hingegen mit neuem Allzeithoch. Wir nähern uns jetzt hier der 10,4. Also 60 Milliarden kommen rein über den Markt. 60 Milliarden kommen rein. Sieht ganz interessant aus. Wahnsinn. Euro-US-Dollar, wie gesagt, in der Knie. Es ist nochmal eine Erhöhung in Sachen Anleihekäufe erfolgt. Es geht hier nicht um ein paar wenige Cent, sondern hier um Milliarden. Und da hat er gleich mal 10 Milliarden draufgelegt, der Super Mario. Der DAX honoriert das mit Zugewinnen und der Euro-US-Dollar im Sinne der weiteren Verwässerung mit Verlusten. Ab März 2015 soll es hier 60 Milliarden geben im Markt. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Die Honoration dessen ist natürlich hier ganz klar ein Preishype beim DAX und hier genau das Gegenteil beim Euro-US-Dollar. Wir sind jetzt unter das gestrige Tief gefallen. Sieht gar nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Jetzt gehen wir noch mal kurz hier in die Schau der Stundencharts. DAX löst sich positiv nach oben auf. Die Idee, dass der Euro-US-Dollar sich hier stabilisieren könnte, ist gerade hier passé. Wir breaken hier gerade die Unterstützung 1,1550. Das ist ein wichtiges Level. Wenn wir da jetzt per Stundenschluss drunter bleiben, also jetzt hier in knapp 18 Minuten, 1500, dann close der Kerze. Wenn wir hier drunter schließen, dann muss wirklich ein ganz starker Turnaround den Euro wieder nach oben heben. Das ist dann hier eher mit einem Verkaufssignal gleichzusetzen, was hier neue Lows in Aussicht stellt. Und ich hatte mir heute Morgen schon gesagt, beim Devisenradar 1,1404 nach dem Pivot Point Projektions-Support-Bereich 3 hier unten, 1,1404 wäre dann definitiv das erste Ziel. Aber Super Mario hat die Märkte dahingehend überrascht. DAX honoriert das mit dem neuen Allzeithoch. Euro noch nicht ganz mit dem neuen Jahrestief, aber mit einem neuen Verlaufstief. Und technisch ist die Situation jetzt hier definitiv angeschlagen. Gut, liebe Zuschauer, die Spannung hat sich etwas dahin geschoben. Um ehrlich zu sein, haben wir hier etwas Zeit gebraucht, um wirklich die Volatilität in den Markt zu bekommen, die wir wollten. Euro-US-Dollar enttäuscht dahingehend mit einer möglichen Ausbruchsfortsetzung. Aber der DAX hält sich an den Fahrplan, weitere Hochs zu markieren. Und das sieht auch gut aus, dass das so bleiben dürfte. Es sei denn, es gibt noch weitere Überraschungen negativer Natur. Aber März 2015 mit einer satten Summe von eben hier 60 Milliarden pro Monat ist hier mal eine ganz klare Ansage in Sachen Anleihekäufe, diese jetzt hier dann ab März 2015 stattfinden. In dem Zusammenhang gibt es gar nicht mehr zu sagen, liebe Zuschauer. Spannend auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Einerseits zum JFD-Devisenradar und unter anderem natürlich dann wieder für das Live Trading TV. Wir werden es ankündigen im Stream und ansonsten erst nochmal einen schönen Resthandelstag. Wenn Sie investiert sind, genießen Sie hier die Hochs beim DAX und möglicherweise, wenn Sie auf der Short-Seite sind, die Tiefs beim Euro gegenüber dem US-Dollar. In diesem Sinne, auf bald, Ihr Christian Kämmerer.